ready for this motherfucking main match, oder was? Yeah! Wir haben hier zwei der hochgevotesten Leute. Das wäre eigentlich ein fucking Contender-Match. Aber, wie wir alle wissen, hat ja gerade hier Gongtaegi schon gegen den Champ gebattelt. Viele meinen auch schon gewonnen. Die haben kein Interesse dran, deswegen machen wir jetzt einfach ganz klassisch 1 gegen 1. Judged in die Fresse, soll der bessere Mann gewinnen. Habt ihr darauf Bock oder was? Okay. Das ist eigentlich das Battle der Schönlinge. Aber ich sag ja immer, never judge a book by its cover. Vor allem haben die beide wirklich geilen Inhalt. Also es ist eigentlich auch scheißegal, wie sie ausschauen. Ne? wir fangen hier an, gerade aus London angereist. Mach bitte Lärm für Mikesh! Yeah! Und mit dem Team gestern aus Berlin angereist. Mach bitte Lärm für Gongtaegi! Yeah! Ich hab mega, mega Bock. Bin schon ein bisschen betrunken. Muss nicht judgen. Ich kann es jetzt richtig genießen. Ich hab noch lange nicht so gefreut auf ein Battle bei uns. Wir haben angefangen. Gerade genau. Er fängt an. Ich freue mich. Habt ihr Bock jetzt nochmal? Ja! Bitte ganz hinten ruhig sein, zuhören, richtig ausrasten an der richtigen Stelle. Es kann ein Klassiker werden. Macht alle mit. Hey, was los, München? Yeah! Mein Name ist Gongtaegi. Ich komm an und dein Arsch macht die Schotten dicht. Um mich zu beschreiben, reichen 4 Worte. Hart wie ein Koffergriff. Ich bin so krass, ich schreibe meinen Shit erst morgen. Rap ist für mich gestorben. Boah, ist Zlatan Ibrahimovic dünn geworden. Warte mal, ey. Das kann schlicht nicht sein. Der hat eine schiefe Nase und ist tierisch breit. Ja, dann musst du wohl Mikesh sein. Also hab ich jetzt ein Date. Nein, heute gibt's kein Date. Heute bist du misshandelt und totgefickt. Denn ein arrogantes Auftreten in der Liga ist mir eine Weile schon ein Dorn im Schritt. Wie du nach ein paar Battles denkst, du hättest das Pen-Game längst durchgespielt, obwohl du meistens nicht mit dopem Shit, sondern hohlem Mist deine Strophen schmückst. Ich werde heute anhand deines popeligen Werdegangs oft zeigen, was für ein Idiot du bist. Aber beginnen wir erstmal damit, dass du lustig aussiehst und komisch sprichst. Ja, ganz ehrlich, ich habe ja schon eine Menge Rapper gedisst. Aber du bist echt der Erste, der aussieht wie so ein tapeziertes Klettergerüst. Ja. Ey, so ein schnöseliger Schnösel in grüner Samtjacke mit Kragen. Mit dem Gesichtsausdruck, ja, du kannst mich gerne schlagen, aber dann wird mein Papa dich verklagen. Ja. Und die Leute fragen sich. Verzichtet Taggy auf Imitationen, wenn er dich live heute zerfickt? Und die Antwort ist dieselbe, wie wenn man den Chief fragt, ob er clean bleibt und im Mai nicht mehr kifft. Nein! Tut er nicht! Und Mikesh analysiert seine Gegner gerne mit Metaphern. Gegen Wandel wirkt es fast wie ein Kochrezept. Denn laut Mikesh dosiert der seine lyrische Retortenglasur, bis sie dem Volksmund schmeckt. Und für diese Meisterleistung der deutschen Dichtkunst bekam er natürlich Riesenapplaus. Aber Elvis, lyrische Retortenglasur, so siehst du aus. Und in Taggys letzten Battle sah man ihn gegen Jarambo fast mal seine Deckung aufbrechen, als er fragte, soll ich mir jetzt eine harte Lebensgeschichte ausdenken? Nein, genau das sollst du nicht. Aber Benno, zeig uns doch einfach mal dein wahres Gesicht. Ja, und ich weiß, deine komische Sprechweise wurde zwar schon von Papi und Robsky zersägt, aber du klingst halt auch so, als hätten Nidals Strophen einen veganen Kochkurs belegt. Ey, und eigentlich will ich nichts von dir wissen, du kleine Nutte, komm mal klar. Außer vielleicht dein Geheimnis für schuppenfreies Haar. Aber ich hab gehört, du wolltest mit 19 auf der Reeperbahn meinem 14-jährigen besoffenen Mädel an Arsch fassen.
Nee. Oh, aber das ist wohl eine Verdrehung der Tatsache. Hat unser Mikesh auch nicht nötig, ne? Denn der ist Model auf dem Laufsteg. Wow. Model und Battle Rapper. Was für ein Traumtyp. Ey, bei dem einen Job steht er in lächerlichen Outfits vor einer Menge, die dabei zusieht, wie sein Chef ihn gerade ausnimmt, wo er einen Lauf kriegt und dann als Trottel wieder rausgeht. Ja, und bei dem anderen ist er Model auf dem Laufsteg. Aber apropos Model. Das heißt ja, wir seien beides Schönlinge und so von den Damen begehrt. Darum wird jetzt ein für alle Mal die Adonis-Frage geklärt. Spieglein, Spieglein in meiner Hand. Wer ist der schönste Battle-Rapper im ganzen Land? Bitte antworte mir, ich hoffe, es macht dir keinen Umstand. Wer zur Hölle ist der Tunschmann? Ja. Ja. Ey, aber wem das jetzt alles zu lieb war, der kann jetzt mal bitte die Ohren spitzen. Denn mein Humor ist so schwarz, der darf erst seit den 60er Jahren im Bus vor uns sitzen. Mein Humor ist so schwarz, zu seinem Pimmel würde sogar Falk Nein sagen. Während dein Humor so weiß ist, du malst deinen Freunden Penis auf die Stirn, wenn du bist auf den Einschlafen. Ey, du sagst, Papis Humor ist so weiß, der hat doch türkische Freunde. Ey, komm mir nicht mit so dummen Sprüchen an. Mann, dein Humor ist so weiß, der macht auf Homepartys DJ mit zwei YouTube-Tags und sagt dann, guck mal Jungs, was ein Übergang. Apropos Übergang. Deine Mutter packt mir immer voll dreist an die Eier. Da habe ich mir gedacht, der Alten zeigst es jetzt einmal. Also habe ich die so hart in den Arsch gefickt, bis die Kleine geweint hat. Und von den Kackresten hat sie beim Blowjob dann noch zweimal gereiert. Aber das machte mich irgendwie geil. Also machte ich heiter noch weiter. Dann platzten ihre Hämorrhoiden und es lief zwischen ihren Beinen der Weiter, Alter. Doch sie richtete sich stolz auf und meinte dann einfach, du kannst meinen Körper gerne schänden, aber mein Geist ist ein Freier. Ey, heute ist Schluss, ja. Ey, heute ist Schluss mit der Siegesserie dieses lächerlichen Clowns. Du warst zwar gegen Rob der Sieger und auch im Battle gegen Schlauch, doch dieses Möchtegern-Teilzeit-Model wird von Taggy jetzt verhauen, denn ich bin wieder ein Turn auf dem Catwalk. Für dich das Ende deines Laufs, Time. Oh. Nicht zu viel versprochen bis jetzt. Erste Runde, Mikesh. Ey, oh München, habt ihr Bock? Yeah. Ich hab mich die letzten 6 Monate von der Leinwand verdrückt. Ich sah, wie sich deutscher Battle-Rap beim Beschauen von muskulösen, eingeölten Rapper-Titten bereitwillig für die Reichweite bückt. Hab mir angeguckt, wie er danach mit Schweiß im Gesicht das Blut und die Scheiße von der Einrichtung wischt, während sein ausgeleiertes Arschloch bei jedem kleineren Schritt einen Pfeifton abgibt. Aber jetzt stehen hier Mikesh und Bong Taggy und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie Alpha das ist. Denn nachdem ich das letzte Jahr beschäftigt war mit specknackige Fußballmuttis und Bockwürste ficken, hab ich heute einen Battle und kann endlich selber mal ein paar Modelbars kicken. Yeah. Denn Dicker, du siehst gar nicht aus wie jemand, der Cynics Mutter schonungslos in den Arsch fickt. Du siehst aus wie der kostenlose Probemonat bei Parship. Du brauchst mir zwar nicht zu erzählen, wie es ist in Moabit, um die Nachbarblocks zu patrouillieren, aber wenn ich eine dicke Frau wäre, könntest du mich gerne beim Aquajoggen animieren. Junge, deine Augenbrauen sehen aus, als hätten sie sich im Tennisclub kennengelernt. Der Mund zeugt von bescheidenem, charmantem Temperament. Das dunkle Haar durchwirkt von Gold. Wie wenn das Abendlicht auf die hölzernen Verandadielen brennt. Der Bart, der elegant und doch dezent in der Wangengegend hängt. Und die Augenfarbe irgendwo zwischen Grün und Blau. Wie das Gesicht von Pilz. Wenn sie wirklich mal auf einer Demo von der Antifa mitrennt und man sie dort erkennt. Aber ey, ich dachte, dein Rewatching Bad Bars lass ich raus aus dem Text. Aber beim bloßen Anblick von dir und Brian Damage auf einem Sofa hatte ich Angst, dass mir ein V-Ausschnitt wächst. Wie du kichernd vom Sofa hüpfst,
als drücke dir dein selbstgeflochtenes Scooby-Doo durch die Arschtasche und dir Brian mit seiner komischen Frisur zulacht wie so ein schwuler Granatapfel. Aber in seinen weißen Shirts kann ihn das Publikum erst recht gut leiden. Wenn nicht mit Rap, dann mit gute Zeiten, schlechte Zeiten. Vor jedem deiner Battles sollte es einen Vorspann geben, in dem du dich schmunzelnd zum Filmer neigst, während eine Glitzerschrift Benno an den unteren Bildrand schreibt. Aber wie es sich für jede Daily Soap mit Anspruch gehört, taucht irgendwann ein junger Fremder auf, der die Rangfolge stört. Was will plötzlich dieser Typ? Benno ist anfangs verwirrt von dem Mann, der ohne ihn zu fragen seine Verwandtschaft betört. Und gerade als man glaubt, dass alles friedlich bleibt und der Neue sich anpassen wird, scheißt er Bennos Mutter in den Apfelkuchenteig, sodass sie krank wird und stirbt. Und ich stehe ja darauf, im Zweifel eher gepflegt mal einzukippen, als in Berlin mit Leuten, die noch dünner sind als ich, irgendeine Chemo-Scheiße zu sniffen. Oh. Mein Leben lang wollte ich von peinlichen Afterpartys auf Szene-Drogen nichts wissen. Aber Dicker, seitdem ich deinen Anti-Drogen-Song gehört habe, habe ich begonnen, mir Heroin direkt in die Penisvene zu spritzen. Was für Battle! Seit dem Song habe ich den letzten Monat damit zugebracht, Opium rauchend in meinem Schrebergarten zu sitzen und zitternd auf die Ingwer-Tee-Omis in der Apothekenumschau zu wichsen. Ich sehe, wie mein Leben wie im Raffer nur noch verrinnt. Mein Lungenflügel klingt wie eine durchlöcherte Plastiktüte im Wind. Tod mit 22, schon ein bisschen heavy. Auf meinem Grabstein steht, wenigstens war er nicht Bong-Taggy. Benno, Rapper, bumsen können wir beide. Aber meine Lines schnippen die Kippe danach in die Nacht und entschwinden melancholisch pfeifend durch den Fahrradkeller. Deine Lines haben ihre Zahnbürste mit, bleiben bis zum Frühstück und fragen, sagst du die oder das Nutella? Und jedes Mal, wenn du in deinen Reimketten Sachen droppst, wie Originalzitat, Bong-Taggy heißt nicht in den sauren Apfel, sondern in die süße Zitrone zu beißen, sieht man Hausfrauen in Castrop-Rauxel sich die Lippen benetzen und sich lüstern auf ihre dickste Stricknadel setzen. Aber ey! Aber ey, noch was von Herzen. P6 angebliches Oliver Kahn-Zitat war von Sokrates, du Hund. Was legst du, kleiner Lutscher, P6, sowas in den Mund? Dicker, dein Philosophie-Game lernt noch den aufrechten Gang. Da hat P6 Philo-Game schon die Raumfahrt bemannt. Verwechselt er hier Sokrates und Oli Kahn? Ey, das sind hammerharte Fakten. Papi Schlauch und ich hatten vor, dich vor laufenden Kameras zu klatschen, Benno. Vor ein paar Kindern auch witzig machen. Was für ein peinlicher Mist. Und würde Sisyphos gerade hinter dir stehen, würde er jetzt die Klappe halten, weil das nicht sein, sondern mein Battle ist. Und an die Crowd. Trinkt den letzten Schluck vom Bier und äxt euren Rotwein. Wenn ihr Glück habt, dürft ihr gleich alle SSIO schreien. Zweite Runde, Bong, Taggy. Ja, ey, ganz ehrlich, du laberst hier einen furchtbaren Stuss. Digga, deine Lines schnipsen die Kippe weg. Ja, darum ist deine Lunge kaputt. Und außerdem, denkst du echt, du hättest mich mit diesem Drogensong-Ding da halbwegs zerstört. Ha, jokes on you. Ich glaube, kaum einer hier hat meine Platte gehört. Ja. Papi Schlauch nannte dich ein untalentiertes, arrogantes Arschloch. Da war ich wirklich furchtbar schockiert. Ich meine, du bist doch gar nicht untalentiert. Ja, ja, Mikesh. Mikesh. Der Grund, warum ihr Damen im Hause gerade unglaublich nervös seid, dem man einst sagte, seine größte Angriffsfläche sei seine atemberaubende Schönheit. Daraufhin antwortete er damals mit einem suffisanten Lächeln, was soll man sagen? Ich glaube, es gibt auch schlimmere Angriffsflächen. Meinst du?
Oh, ich glaube auch, es gibt schlimmere Angriffsflächen. Also lass uns doch mal über deine Arrogantheit sprechen. Props on brain damage. Ja. Ey, bei deinem ersten Battle bei Du und Deine Lions war er schon so abgehoben, dass er kaum über seinen Gegner redete. Stattdessen redet er über das Konzept eines Battles, so auf der Meta-Ebene. Von wegen, ey, hier seht ihr zwei Leute, die sich gegenseitig beleidigen gehen, nur um irgendwann auf dem Dill-Tilly-Flyer zu stehen. Dann bringt er einen Diss gegen Jack Dragon und gegen Gugu eine Strophe und endet ernsthaft mit den Worten, denn jetzt beginnt meine Legislaturperiode. Ey, nur damit ihr euch das richtig vorstellt, ja? Das Battle war in irgendeinem Park inmitten der Stadt. In einem Kreis von 15 Leuten, von denen die Hälfte seinen Namen nicht mal mitgekriegt hat. Mikesh hebt siegessicher die Faust in die Luft und bringt dann den Satz, denn jetzt beginnt meine Legislaturperiode. Und alle so, wie ist dieser Spaß? Ey, dein zweites Battle gegen Ares, das war dann ja auch sowas von real. Da wirfst du den ganzen Battle-Rappern vor, sie choken zu viel. Also, Brian Damage, Wolf, Robscure, Lyrico, Chris Kotzen und Mighty Mo, verpisst euch aus der Liga, ihr seid dafür noch nicht bereit. Ach so, ich bin übrigens Elvis. Ich hatte gerade mein zweites Battle bei Doom, deine Lines. Dann folgte dein Dill-Tilly-Debüt. Und das zeigt uns, du bist echt in eine Familie aus Losern geboren. Ich meine, dein Opa hat gegen Churchill, dein Vater gegen AIDS und du hast gegen Tunschmann verloren. Und das trotz deiner herzzerreißenden Geschichte als einziger deutscher Name am abgekratzten Klingelschild, verdammt! Wer sich über sowas aufregt, hängt entweder eine Fahne in der Küche an die Wand oder feiert Pegida und zündet gerne Flüchtlingsheime an. Dann kam dein Battle gegen Wandelbars, in dem du wieder die gleichen Phrasen drischst, bis deinem Gegner so langweilig wurde, dass er während deiner Runde einfach eingeschlafen ist. Dort kündigst du an, du seist bereit, ein paar selbstgerechte Top-Tiere vom Sockel zu stoßen. Tja, und mit Akanu und Indos Dan suchst du dir danach auch echt die Großen der Großen. Und in deinem Match gegen Akanu hast du ihn dann ehrlich zerfickt, aber ich meine, wer hat das nicht? Und auf die Nachfrage im Interview, warum waren seine Verse so sick, antwortete er so gleich mit. Ja, ich war nur Platz 3 auf dem Flyer und das hat mich derbe gepisst. Ey, das ist deine Motivation für ein gutes Battle? Wie soll ich diesen Scheiß verstehen? Du bist nicht Davy Jones, du kannst doch nicht nur nach Line-Up gehen. Internationales Laufstegmodel will immer weiter an die Spitze und die Anerkennung aller Battle-Rapper. Papi Schlauch kennt also keinen Reim auf Selbstwertgefühl. Ja, du dafür umso mehr auf Selbstdarsteller. Oh. Ey, und natürlich liest so jemand gerne Autobiografien im Backstage. Jetzt macht das überhaupt erst Sinn. Ey, jemand, der die ganze Zeit von sich selbst erzählt. Ne? Das ist genau dein Ding. Du willst also ganz oben auf dem Flyer stehen? Na dann Glückwunsch, du madiger Pisser. Aber all diese von dir verachteten Top-Tiere haben den Scheiß damals schon gemacht, als man dafür noch kaum Gage gekriegt hat. Aber du machst gegen Papi und Robstür einen auf Goliath bezwingenden David, du Wichser, und bekamst dafür auch noch die Stimmen der Judges und bei deinen Gegnern gab's lange Gesichter. Hey, und dann steht da noch so ein Klepto in der Jury, der erzählt, du seist dir klar der Gewinner. Von wegen, die alten Hasen können nicht mehr mithalten, die neuen Namen sind frischer, für jedes sogenannte Top-Tier ist sowieso seit Jahren schon Stichtag, aka mein Robscure. Ich bin immer noch sauer, dass du mich damals gefickt hast. Ey, weißt du, warum Top-Tiere ungern gegen Newcomer antreten? Weil man es als unbeschriebenes Blatt immer leichter hat. Du brauchst dir bloß eine drittklassige Cynic-Anspielung zu bringen und die Leute feiern das. Ey, wenn Jarambo zu mir sagt, ist ein bisschen hart, oder? Ja, dann kennt das jeder. Ey, wenn Zwetschke zu mir sagt, Gegenfrage, du Penisnase, stört dich, wenn ich meine Regel habe? Ja, dann kennt das jeder. Aber wenn ich zu dir sage, ich bin der Pfadfinder im Schlafzimmer, dann bleibt die Masse halt stumm. Ich meine, das hast du auch nie gesagt, aber genau das ist mein Punkt.
Genau das ist mein Punkt. Ich muss hier eine gesamte Runde lang deinen Werdegang erörtern, um zu zeigen, was für ein arroganter Fatzke du bist, wogegen du jedes meiner Battles zitieren kannst und damit easy ein paar Lacher abkriegst. Meine Geschichte konnte jeder hier miterleben. Von A bis Z, die Cynic-Fehde, das P-Sack-Battle, bis hin zum Jarambo-Match. Von damals, wo ich dachte, eine Minute auf Ost oder West zu reimen, wäre das mieseste Scheme, bis zu diesem Moment, in dem viele Leute sagen, ich hätte den Titel verdient. Mikesh beobachtet die Szene derweil aus der Vogelperspektive, bis er sich 2017 mal ein Herz fasste und selbst mit Punchlines und verbalen Drohgebärden spielte, wo er direkt rumposaunt, ey, das Top-Tiere nur unter sich betteln, ist eierlos und lächerlich. Aber dich will ich sehen, wie du nächster Zeit mal gegen Joe Farrow oder Fate antrittst. Nee, der werte Herr fliegt nur noch aus London ein und macht Titelträger oder Contender platt. Ey, und passenderweise findet unser Match hier heute bei Mayhem statt. Denn Mr. UK wollte sich unbedingt von den Großen abspalten wie beim Brexit-Pakt. Doch seine falschen Versprechungen führen dazu, dass es zu guter Letzt nicht klappt. Und wenn dein May-Gegner dir heute aufzeigt, wo du deine Grenzen hast, solltest du einsehen, dass deine Legislaturperiode langsam ein Ende hat. Ja. Ja, lustig. Legislaturperiode im Park. Wie sehr ihr doch lachtet. 2 Jahre später, ihr wisst alle, wer dieser Spast ist. Und zuerst einmal an deine zukünftigen Gegner. Seid gewiss, dass ihr nach der Vorbereitung auf ihn eure unterste Grenze kennt. Es braucht viel meditativen Gleichmut, dass man beim Gucken seiner Interviews nicht stumpf gegen Wände rennt, wenn ihn Ben Salomo Hip-Hops 400-Meter-Läufer oder den 100%-Man nennt. Und ich dachte, das reicht schon für ein paar traumatische Schäden. Aber dann habe ich dir auf Zack-Folge gesehen, in der du und Pisek über den gesunden pH-Wert von Vaginas reden. Pisek so, schätz mal wie hoch. Und hält das Mikro zu dir und du so, 8? Und er so, viel zu basisch, Dicker, 4,4. Und wenn Pisek dir den gesunden Milchsäuregehalt einer Scheide beschreibt, Benno, dann weißt du Bescheid. Apropos, wer hat hier die Kassel Battles ausgecheckt? Und weiß jetzt auch endlich, warum Karma seine Frauen leckt? Richtig, aus Respekt. Aber ey, ist wirklich ziemlich süß, dass deine Mutter deine Battles guckt und dich stolz beim Zerreißen deiner Gegner bestaunt. Ich schwöre, jeden Dienstag sitzt du mit Mama und Papa aufgeregt auf der Couch und aktualisierst alle 5 Minuten den Vimeo-Account. Und wenn Jarambo sagt, dass er deine Mutter durchnimmt, bis sie einen Scheidenkrampf kriegt, legt dein Vater den Arm um sie und brüllt, nein, tust du nicht. Und du so, da ist Papi empfindlich. Und er so, ja, da ist Papi empfindlich. Und kein Front, ich schicke deiner Mom nur eine Bitte um Verzeihung in die Ferne. Sorry für die Scheiße im Apfelkuchen, ich mag den eigentlich ganz gerne. Aber ey, mal was anderes. Du sagst, Ben Salomo sagt, ich sei eine Legende und der würde nie übertreiben. Ey, du Honigkuchenpferd, sollst mal klarkommen auf dein Leben. Ey, der Chief nennt mich einen G und das sagt er nicht zu jedem. Es ist unglaublich, mit was für einer Scheiße du zu Beginn deiner Karriere so steil gingst. Bei RAM gab's für dich Crowd-Reactions für Zeilen wie, du hast die Street-Credibility von einem Erfurter Salzkeks. Obwohl ich sagen muss, dass das ein triftig gewähltes Beispiel war, denn Erfurter Salzkekse, richtige 31er. Aber allein was für Bars, du und Notice, sich so an den Schädel boxen. Du so, ich hab eigentlich gar keinen Bock auf deine Ekelfotze, trotzdem werde ich meinen Penis kotzend in dein Mädel stopfen. Und darauf Notice so, ich ficke deine Freundin, wenn sie ihre Tage hat, sie hat übelst den Damenbart und ich finger sie wie ein Flipperautomat. Ich habe Tourette und Pippe Pisse aus dem Arsch. Und Dicker, wenn du deinen Schwanz reiernd in Notice Freundin reingestopft hast und sich eure vollgekotzten Kerper reiben im Takt,
während Notis gerade bei deiner Freundin ist und ihr von Regelblut durchtränkt am Fleischkuchen nascht, während ihr Schnurrbart ihm gerade die Eichel zerkratzt und er aufgrund des Tourettes alle 5 Sekunden zuckt und kreischt wie ein Spaß, bis die Pissfontäne aus seinem Arschloch gegen die Einrichtung prasst. Benno, dann habt ihr es beide geschafft. Ihr merkt schon, battletechnisch kommen wir gefühlt aus anderen Dekaden. Du konntest für so eine Scheiße bereits in Deutschland weiter Anerkennung baden. Da wurde mir als nächster Gegner immer Schalle vorgeschlagen. Schalle. Aber er ist 2019 und heute ist die Erwartung am Boden. Heute brauchst du für den Platz auf den Dilteli-Plakaten ganz oben als Newcomer nur mit dem richtigen Autisten-Swag sympathisch zu choken. Ich sehe nur Rapper, die sich in Interviews verbrüdern und verschwestern. Rapper, die vor Battles telefonieren, um zu lästern. Aber schaffen es die jungen Vögel nicht, sich spürbar zu verbessern, fällt die Frühlingssonne nur auf tote Küken in den Nestern. Und jetzt komm, Benno, leg deine Meinung zu meinem Papi-Schlauch-Angle mit dem Steigbügel und Team eigentlich da. Sag, es war halt Crackpipe auf dem Splash und Raffi und du bleiben ein Paar. Und unterstreich nochmal, was für eine Ausnahme das mit dir und Brian nun mal war. Aber das ist halt genauso, als wärst du nach einer Saufreise mit deinem Kegelverein wieder da und kommst restbesoffen und mit Sonnenbrand bei deiner Ehefrau daheim wieder klar. Und macht sie wegen des Knutschlecks auf deinem Hals ein Heidentrara. Sagst du, entspann dich, Fotze, Malle ist nur einmal im Jahr. Und Papi schweigt, ist ja klar. Doch sein Vertrauen verspielst du sofort. 5 Jahre Rap und noch immer kein Treue und Realness Award. Und du sagst ja, du seist ein guter Verlierer. Und monierst, was ich Brian nach Niederlagen zu flennen erlaube. Glaub mir, hiernach gibt's die erste Folge Benno macht Auge. Oh, haben wir ein Battle oder was? Beide haben noch eine Runde, ein Finale. Let's go. Ja. Du disst hier meine Lines von damals. What the fuck? Ja, aber Glückwunsch, den Bong-Tangle von 2015 hättest du, glaube ich, platt gemacht. Es heißt Mikesh. Sei so wortgewandt, so eloquent, die Rhetorik in Person. Aber untersuchen wir deine Lines doch mal thematisch wie eine Kurvendiskussion. Und alle Mikesh-Fans werden jetzt dasselbe durchleben, wie wenn man seinen Big Mac aufmacht und plötzlich nicht mehr seinen Augen traut. Wenn man sich den Genuss auch versaut, schaut man auf den Inhalt mal etwas genauer drauf. Punkt 1, Name-Dropping. Mikesh hat bisher hart jeden seiner Gegner getroffen, denn er hat stets über die passenden Themen gesprochen. Doch statt eine treffende letzte Punchline zu verfassen, schafft er es häufig nur bekannte Namen aus der Szene zu droppen. Native ist unlustig, Brian hostet scheiße, Triple Beat ist wack. Ey, immer wieder die gleiche Scheiße, weil sowas der Crowd passt. Genau wie wenn du sagst, ey, folg mal RV auf Instagram, ich glaube, der braucht das. Aber Mikesh, jede Zeile, in der jemand sagt, dass Triple Beat kacke ist. Jede Zeile, in der es heißt, Virus, sei so zappelig. Jede Zeile, die von den dürren Händen Hansen spricht, war nur eine Punchline, in der dein Name mal wieder nicht gefallen ist. Punkt 2, Referenzen. Es ist nun über ein Jahr her. Weißt du noch, als du so angefangen hast in deinem Match gegen Papi Schlauch? Ey, das war so erbärmlich und wack. Und dann noch diese Geste zum Publikum so, na? Wer hat's gecheckt? Digga, jeder hat's gecheckt. Und weißt du warum? Weil ich gottverdammte Klassiker bring. Mal mit Bad Bars, mal mit Witzen und mal mit Tassen mir drin. Aber du Arschgeier nimmst dir solche prägnanten Zeilen ohne großes Geschick und schmückst mit hoher Regelmäßigkeit deine Strophen damit. Ich mein, ich flipp auch gerne mal markante Zeilen meiner Gegner, aber bring da zumindest noch immer irgendwelche eigenen Ideen rein. Aber du? Du sagst zu Papi so Sachen wie, ey, und du hast für diesen Mist noch Support gekriegt? Glaubst du, ich feier solche witzigen Worte? Bitch, ich glaub, du tickst nicht ganz ordentlich. Bei der Line fragt sich selbst Triple Beat, warum das Niveau hier so beschissen geworden ist. Wo ist da dein Beitrag, hä? Der Part, wo du 1:1 die Zeile von Papi zitierst? Längst nicht. Der Part, wo du vollkommen zusammenhanglos Triple Beat erwähnst? Mann, er häng dich. Ey, und das Schlimmste ist, dieser dumme Bastard macht das ständig, denn bei solchen Lines denkt sich das Publikum, oh, das kenn ich. Ey, immer diese ideenlosen Referenzen. Die Scheiße langweilt mich. Es ist Mikesh, der nächste Rapper, der denkt, dass Zeilen vom Gegner langsam auszusprechen eine Punchline ist. Ey, aber dank deines Modeljobs scheinst du dich mit solch einem Verhalten ja auszukennen.
Denn da bist du es ja gewohnt, ohne nennenswerte Eigenleistung die Kunst anderer zur Schau zu stellen. Aber kommen wir mal zu deinem Papi-Schlauch-Battle, wo es heißt, du hättest ihn wegrasiert. Man wäre seine dritte Runde nicht ins Leere gelaufen, dann hättest du kleiner Knecht kassiert. Darum sage ich dir dasselbe wie meine Stiefmutter, wenn sie mir sagt, ich soll ins Bett marschieren. Nur weil du meinen Papi gefickt hast, habe ich noch lange keinen Respekt vor dir. Ey, und nachdem Mikesh da publikumswirksam sagte, LBB und Cynic verkacken komplett auf Beats, kommt er mit, ey, stellt euch mal Papi Freestyle in der Fußgängerzone vor. Oder wie der Freestyle seine Tochter erzieht. Also fragte ich ihn danach, ob er das Papi-Taggy-Match schon 2014 kennt, weil ich das damals schon so ähnlich machte und er so, Gegenfrage, du Penisnase. Was meinst du, wo ich die Idee her habe? Hast du Papi nicht per SMS gesagt, du könntest dir gut vorstellen, mit ihm zusammenzuschreiben? Also dafür, dass du ihn zuvor noch als gefälligen Steigbügelhalter beschimpft hast, würdest du in Team eigentlich ja schon ganz gerne zu ihm auf den Sattel steigen. Ey, und das Game über deinen kaputten Lungenflügel macht das Ganze perfekt. Mikesh so, meine Lunge ist kaputt. Und alle so, oh toll, wie er das mit seiner Krankheit anspricht. Aber stopp, das war kein billiger Seelenstriptease. Er hat das voll schön mit Bildern aufgebaut. Ach ja, dann gucken wir auf die Zeilen doch mal genauer drauf. Punkt 3. Wortmalerei. Du sagst, deine kaputte Lunge erfülle nicht mehr alle Aufgaben und dass die ganzen Top-Tiere es nicht mehr richtig drauf haben. Dann fasst du zusammen. Euch blutleeren Zugpferden entgleiten die glitschigen Zügel. Währenddessen kreist über euch ein magerer Aasgeier mit gerissenem Flügel. Aber Mikesh, ich meine, dass ein Geier mit gerissenem Flügel da kreist, ist schon eigentlich doof. Aber den Zugpferden entgleiten die Zügel. Wie reiten die so? Gegen Robs tu dasselbe. Du malst uns das Bild von einem traurigen Knecht, der nie sein Zuhause verlässt und seinen Schwanz gerne in den Staubsauger steckt. Aber glaubst du das echt? Ey, ich habe ein paar Mal mit dem gechillt und festgestellt, der ist gar nicht so ein mieser Sadist. Ich hatte Hunger auf Popcorn, aber wartete stundenlang vergeblich vor meinem Briefkastenschlitz. Denn du erzählst nur Geschichten. Ja, denn du erzählst nur Geschichten, die du mit Vermutungen und Lügen vollpackst. Das ist eigentlich kein Verbrechen. Nur hast du sie immer als Real Talk rübergebracht. Hey, und diese Taktik hat dich die letzten beiden Male zum Sieger gemacht. Also das war ich gerissen. Wie dein rechter Lungenflügel, du Spaß! Aber damit hast du noch niemanden gekillt, denn sowas ist per se keine Kunst. Je öfter man deine Parts hört, desto mehr wirken sie ideenlos und plump. Du gibst nur Name-Drops und zusammenhanglose Zitate zum Besten. Oder hinkende Metaphern und plakative Bilder, die nicht der Wahrheit entsprechen. Aber obwohl du in deinen Runden meistens nur Blödsinn quatscht, hast du mit deiner Aasgeier-Geschichte die Metapher geschaffen, die am schönsten passt. Denn auf dem Boden der Tatsachen finden die Kämpfe der Löwen statt, was dein Überleben in dieser Welt überhaupt erst möglich macht. Und von hoch oben erblickst du Geier das nächste Top-Tier, entblößt und nackt, dem du seine Parts entreißt, nachdem ein anderer die Arbeit leistete, die es dafür nötig hat. Und das, Mikesh, ist kein Verhalten, was dich in dieser Welt zum König macht, denn du hinterlässt nur verschiedene Rapper, von denen du selbst aber keinen getötet hast. Letzte Runde, Mikesh. Ich glaube, nur eine Minderheit hat sich hier durch Bennos kompletten Album-Download gehört und kennt den Song Sandy, in dem Benno erzählt, wie er für die Gunst einer Mitschülerin zum Ausländer wird. Wo du so rappst, Sandy steht auf die Kultur von anderen Ländern, höchste Zeit, dass ich mein Verhalten jetzt ändere. Und wie wird Benno in dem Song zum Ausländer? Richtig. Er geht zu Kaisers und versteckt die Ware tief in der Jacke. Rappt, in Prozent bin ich schon 70 Kanacke. Denn wie bricht Benno in dem Song den Kulturwandel vom Zaun? Er beginnt wie ein Behinderter zu sprechen und im Supermarkt zu klauen. Ey Sandy, Sandy, endlich geht es mir gut. Endlich bin ich dir Kanacke genug. Und glaub mal, dass ich dich bei dem, was du machst, voll und ganz unterstütze. Blonde Privatschüler haben immer die besten Randgruppenwitze. Und mal ganz davon ab, was es über dich sagt, dass du echt anscheinend glaubst, dass die Kultur der Ausländer daraus besteht, dass man nicht sprechen kann und klaut. Ey, die deutsch-arabischen Kinder, die du mit Tierstar in deinem Workshop glücklich machtest da draußen. Nicht schlecht, Benno, du scheinst ja wirklich an sie zu glauben. Aber ey, weißt du was?
Wie man gerade sieht, ich glaube, du hast da selbst noch nie drüber nachgedacht. Denn auf die Wortwahl der anderen wird unglaublich Acht gelegt. Pisek wird für stumpfe Griechenland-Lines unwisch vom Platz gefegt. Jarambo mit einem Vortrag über die Grenzen der Kunstfreiheit abgesägt. Dicker, dein Hals ist so weit oben, wenn du dich beim Blick nach links und rechts um deine Achse drehst, dass du gar nicht merkst, dass dein Weltbild eine grüne Hundekrawatte trägt. In all deinen Interviews tust du, als bräuchtest du in Moabit nur in irgendeinen Laden reinzulatschen und hättest da sofort deine Homies am Start. Dicker, in dir steckt gerade genug Moabit, um deren Sprache zu verarschen. Und das Einzige, was die von dir wissen, ist, welche Soßen du magst. Das ist ganz... Ja! Yeah. Das ganz große Problem sind keine Bonner Straßenrapper, von denen die Leute stumpfe Provokationen erwarten. Keine Schwarzeneggerlein, kein Stoß in den Magen, der Auge, kein Stoß in den Magen, kein Stoß, sorry, kein Stoß in den Magen, Auge zu Auge, in deren Folge sich die Sittenwächter im Forum beraten. Nein, das Problem sind die Bennos, die als Golfcaddies jobben und im Jahrbuch ihrer Privatschule zwar nur Theresas und Nora Bells auf dem Foto drauf haben, aber alle Dönermänner grüßen durch die Turmstraße latschen, auf ihrer Künstlerseite Props an meinen Spätimann-Postings verfassen, aber im Studio dann lustige Songs aufnehmen über die klauenden, sprachbehinderten Knoblauchkanacken, die ihm die Sandys aus den Mathekursen wegschnappen. Aber ey, dein Döner... Ja, du schüttelst den Kopf, aber ey, dein Dönermann Baran, den musst du doch immer Wange kneifend in deinen Interviews erwähnen. Hast du ihm den Track gezeigt? Wie findet Baran den? Aber ey... Für dein Geläster über Kapital und Z hast du ja damals von Kapi schon ziemlich Ansage kassiert. Aber wirklich interessant ist, was in der Anschlusszeit passiert. Denn da zeigst du deinen Stolz, denn wie du selbst gekuscht hast, hat dein Ego nicht verbunden. Aber dein Stolz ist wie Plutonium, er zerfällt nach wenigen Sekunden. Freestyles gegen Davy, hast schon gut deinem Tee. Rappst du Spaß, hast sogar gegen Z verkackt. Ja gut, der ist okay. Und im Blick über Davys Schulter sieht man den kleinen Benno, der auf dem Bolzplatz erstmal Ansage gegen die Leitwölfe schiebt und beim ersten bösen Blick dann freiwillig die Center Shocks und das Eisteegeld gibt. Denselben Benno sieht man gegen Merlin rappen. Zitat: Ich habe viele Freunde, Studium und Job laufen rund wie noch nie. Und jetzt sag mir mal, wie das schlechter ist als ein komischer Freak, der kein Abi hat und sein Geld mit Pokern verdient. Und dein Fazit zu Merlin? Nicht schön, aber selten. Und guckst ihn an wie ein Pflegefall. Und Benno, du hast recht, ey, du bist das genaue Gegenteil. Und genau das ist der Schlüssel. Damit setzt du sie fest. Weil der Kontrast mit deiner Durchschnittlichkeit die Charakterzüge des Gegners so grotesk wirken lässt. Man sieht Benno sich bei Gangster-Rappern über mangelnde Hässlichkeit beschweren. Oder sie bezüglich ihrer Facebook-Postings über die Rechtschreibung belehren. Und in deinem Check24-Leben gibt es niemals starken Wandel. Bong Taggy, Sternzeichen Chibo-Bademantel. Und deswegen hat man sich daran gewöhnt, dass du dich immer so unterhaltsam verstellst und man das Husten vor Lines, Yes und Bams dreimal öfter bei dir hört, als bei Mighty Mo selbst. Und die Leute wissen, fängt er an, das R zu rollen und Kasper drum wie ein Lappen. Ja, Mann, dann wird's lustig, dann macht er uns den Polacken. Aber egal, wie präzise er Jarambos Gestik und Mimik einstudiert, wie sehr er beim Spox-Battle als Lyriko brilliert, egal, wie gut der Merlin nachäfft und den Habitus von Nidal parodiert, hast du mal überlegt, warum dich in 16 Battles niemand imitiert? Und über dieses Match wurde im Netz ja viel spekuliert vor der Schlacht. Die einen meinten, Mikesh macht Taggy auf beste Mikesh-Art platt. Die anderen meinten, sie freuen sich voll, wie Bong Taggy Mikesh nachmacht. Und du kannst ja ganz gut rappen, doch was sagt es über dich, dass du selbst nicht deine eigene Paraderolle bist? Fuck. Okay, was sagt es über dich, dass du selbst nicht deine eigene Paraderolle bist? Die Frage war heute nicht, wer heute den anderen übertrumpft, sondern kriegt Mikesh endlich die heiß ersehnte Schramme auf den Rumpf.
Und weswegen die Sympathie heute auch in deine Richtung zeigt. Ein Rapper muss mal verlieren, damit die Heads ihn schätzen. Solange nennen sie es nicht Leistung, sondern Hype. Aber um es mit Pisek zu sagen, scheiß auf Benno, scheiß auf die Hure. Im Dezember kriegt Jarambo seine Schweigeminute. Shit! Yo, war das eines der besten Battles dieses Jahr, oder was? Yeah! Meiner Meinung nach unnötig, aber wir haben 5 Judges. Die Judges bitte nach vorne kommen, wir haben unsere Aufgabe. Wo seid ihr? Grace? Ja, ey, ist sehr schwierig. Ich bin fast schon ein bisschen froh. Ich bin fast schon ein bisschen erleichtert, dass er ein bisschen ins Stolpern gekommen ist. Inhaltlich war das mega auf Augenhöhe und delivery-mäßig ganz klar bei ihm. Und ja, es war ein knapper Unterschied, aber für mich geht's am Bonk-Tag. Ey, oh, krank. 3 so hübsche Männer auf der Bühne. eines der kranksten Matches, das ich jemals gesehen habe. Ich mache dann 2 Dingen fest. Ich finde, du warst inhaltlich stark, auch die Metaphern und die Bilder waren wieder krass. Nur die konnten den Entertainment-Faktor nicht aushebeln. Und ich finde, dass Taggy die Zeit seiner Runden mehr genutzt hat, auf dich einzugehen, während du geile, aber in dem Battle, finde ich, nicht gut gewählte Rundumschläge gemacht hast, wo er mehr auf dich eingegangen ist. Und deshalb gebe ich es an Bonk Taggy. Ey, ich habe bis vor einer Sekunde nicht gewusst, wie ich das geben soll. Es ist unfassbar schwierig, es war ein super Killer-Battle, ich war bei jeder Runde, fuck, ich weiß nicht, da und da. Ich gebe es am Ende, weil ich die zweite Runde tendenziell ein bisschen mehr bei dir sehen würde, weil deine dritte Runde ein klitzekleines bisschen verstumbelt war, obwohl die inhaltlich extrem stark war und weil ich den Flip von diesem Geier-Angle unfassbar gut fand, gebe ich es auch marginal an Taggy, aber mega geiles Battle, Props an euch beide. Ja, wurde eigentlich schon fast alles gesagt. Es war unfassbar. Also ich finde, dass so ein Match überhaupt den Erwartungen gerecht werden kann oder dass die noch übertroffen werden, ist schon mal unfassbar. Und deswegen, ich finde das auch so ein Battle, wo Judging eigentlich eher was davon wegnimmt, als dazu gibt. Aber ich muss sagen, wirklich, man muss es an so Kleinigkeiten festmachen, weil vom Text her war es genau auf einem Level so, ihr habt beide, wart super witzig, ihr habt beide euch analysiert und auseinandergenommen und fand ich auch ungefähr gleich gut. Ich würde es dann am Ende wirklich daran festmachen, dass du nie das Momentum verloren hast, dass du immer wieder Crowd Reaction hattest am Stück. Du halt einmal kurz das Momentum verloren hast, obwohl du danach auch noch die Haymaker hattest, die alle gezogen haben. Aber einfach nur so vom Gesamt her würde ich es an der dritten Runde festmachen und deswegen an Taggy geben. Yo, ist eigentlich eh schon irgendwie so ein bisschen klar, wurde echt viel gesagt. Ich könnte jetzt dran festmachen, dass ich bei einem so ein bisschen mehr Gegnerbezug, ein bisschen präzisere Lines gesehen habe von beiden und es irgendwie so 2-1 an einen oder den anderen gebe. Aber ich glaube, eine Frage ist noch nicht geklärt und zwar die Adonis-Frage. Und um das einfach mal irgendwie aus der Welt zu schaffen, ich würde es tatsächlich auch ganz, ganz, ganz knapp, weil es sehr auf Augenhöhe ist. Guckt euch die 3 schönen Männer an. Ich würde es am Morgen Taggy geben.
Yo, ich mich auch richtig bedanken, krasses Match. Hey, mach mal bitte richtig Lärm für die Leistung von Mikesh. Yeah! Aber Gewinner dieses Battles, Bong Tegi! Yeah! Hey, M3, wir sind raus. Don't let the label label you. Wir haben ein Match gesehen, ein Main-Match zwischen Bong Tegi und Mikesh. Es ist unfassbar viel darüber gesprochen worden, nicht nur wegen der Contender-Frage, aber dadurch, dass Jamie das vorhin gleich am Anfang erklärt hat, lassen wir das an dieser Stelle weg. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, das Backstage hat auf jeden Fall gebrannt. So, gleich mal bei dir eingestiegen, so die Crowd war unfassbar am Start und ist irgendwie gefühlt bei jeder zweiten Zeile voll abgegangen. So, hast du damit gerechnet? Also ich muss sagen, in München, vor allem auch im Backstage war ich ja zum zweimal und da ist die Crowd immer richtig krass abgegangen. Aber ich hatte heute auch das Gefühl, es war irgendwie weniger. Aber ich da, und als es dann unten war, habe ich auch gecheckt, okay, die gehen mehr ab. Aber ich dachte, es liegt einfach daran, dass ich jetzt unten war und vorher oben und es einfach nicht so krass gehört habe. Aber es scheint ja wirklich noch mehr, also geil, dass sie so krass viel Energie hatten auf jeden Fall. Und apropos Crowd-Reactions, mich würde interessieren, du hast... Du hast Mikesh vorgeworfen, dass er immer wieder, also du bist sehr analytisch rangegangen und hast ihm mit Bier versorgt, sehr gut, und hast ihm vorgeworfen, dass er Name-Droppings und einfach Zeilen bringt, wo die Leute feiern, weil sie damit was assoziieren und nicht quasi seine Zeilen feiern. Hast dann aber auch ihn zitiert, gleich in der ersten, und die Leute sind krank abgegangen, als du ihn zitiert hast. Ist das vielleicht ein kleiner Widerspruch? Wann habe ich ihn zitiert in der ersten? Also erstmal ja. Catchphrases quasi. Ja, genau. Also, na klar, die waren irgendwie Teil der Imitation an sich. Mir geht es nur darum, dass man halt immer noch irgendwie so irgendeinen Mehrwert da reinbringt. Dass man nicht nur pur eine Anekdote macht, die einfach nur heißt so, oh, erinnert ihr euch noch, da ist mal das passiert? Und ich habe da auch keine weiße Weste über, also keine Ahnung, ich wette, wenn jetzt irgendjemand meine ganzen Battles durchguckt, dann wird er mir vorwerfen, ey, du sagst gegen Mikesh das, aber damals hast du mal das und gegen den hast du mal das gemacht, so, das kommt mal vor oder so. Aber ich finde, man sollte immer probieren, noch so eine Eigenleistung da mit reinzubringen. Ja. Genau, wie er gerade selbst schon gesagt hat, es kommt sicher vor, dass er früher Dinge gesagt hat, die man quasi gegen ihn verwenden könnte, weil er sie heute anders sagt. Sowas hast du ja auch ganz krass verwendet. Und wie war das für dich, dass die Crowd am Anfang bei ihm so abgegangen ist? Oh, ey, ich bin ja auch abgegangen, war ja einfach eine krasse erste Runde. Also inhaltlich hat mir seine erste Runde, hat seine erste Runde meiner dritten Runde sehr in die Karten gespielt, aber das lenkt ja auch nicht davon ab, dass er einfach derbe lustig war. Also ich habe mich bepisst, war geil. So. Also du hast auch gesagt in der dritten Runde genau, dass er die Paraderolle immer, also dass die Paraderolle spielt und eben sehr, sehr viel auf Imitationen baut und irgendwie die Frage ist, warum in 16 Battles ihn noch niemand imitiert hat. Hast du heute... Also hat, glaube ich, schon mal jemand. Also ich glaube, Cynic hat mich imitiert. Okay, Cynic hat ihn imitiert, jetzt alles klar, hat nicht gezogen. nee, aber so der Engel an sich ist ja schon, ist ja trotzdem, ja, klar, genau, der Engel ist ja trotzdem treffend. Hast du damit gerechnet, dass heute eine Imitation kommt? So, und wie ist es, imitiert zu werden? Wie fühlt sich das an? Also imitiert wurde ich ja von Papi Schlauch schon so. Das war auch schon damals lustig so, obwohl Papi Schlauch, glaube ich, nur meine Art zu sprechen aufs Korn genommen hat und weniger so inhaltlich darauf eingegangen ist. Aber ja, ey, ich habe 100% damit gerechnet, dass ich imitiert werde, so, weil ja, das ist halt Taggys Spezialität, so, ne? Und wenn man wenn man so eine ganz prägnante Art und Weise hat, Texte zu performen, wie du sie hast und das auch immer wieder als Angriffsfläche irgendwie genommen wird, denkst du darüber nach, da mal was zu, also ich kann es mir denken, aber trotzdem die Frage, denkst du darüber nach, da mal was dran zu ändern oder mal irgendwie genau was anderes auszuprobieren oder juckt dich das nicht? Also erstmal ist ja nichts Falsches daran, irgendwie ein bisschen Varianz reinzubringen. Also was so Kritik in die Richtung angeht, so sollte sich jeder Rapper mit auseinandersetzen. Aber so meinen Style zu ändern, habe ich keinen Bock. Also ich habe vor dem Battle überlegt, ob ich Bong Tegi imitiere. So. Und dann ist mir aufgefallen, ich wüsste wirklich nicht, wie ich Bong Tegi imitiere. So. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Sondern ich bin, glaube ich, lieber jemand, der imitiert werden kann, als jemand, der gut imitiert. So. Würde ich gern wissen, was du zu dem Vorwurf sagst, dass irgendwie dich zu imitieren schwierig wäre, weil es halt anscheinend irgendwie schwer greifbar ist, die Art und Weise, wie du performst oder woran auch immer es liegt. Ja, ich denke mal, es liegt einfach daran, dass ich jetzt keine
super prägnanten Sachen habe, die ich immer wieder mache, außer zu imitieren. Also von der, allein von der Performance her, von der Art und Weise, wie ich spreche, glaube ich jetzt nicht, dass es, also da gibt es halt viele andere Leute, die da weitaus einfacher zu imitieren sind. Ich will, also es klingt jetzt blöd, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mich imitieren soll. Wir sind gespannt, vielleicht mal eine eigene Imitation von dir zu hören. Was mir noch aufgefallen ist, Taggy hat dich zweimal ziemlich auflaufen lassen. Mit einmal, du hast einer 19-Jährigen an Arsch gefasst und das zweite Mal war, was war das in der dritten Runde oder war das zweite Mal mit, genau, mit einem Zitat, Pfadfinder, Schlafzimmer, genau. Und du hast sehr kurz, sehr geschockt, irritiert geschaut. So. Das heißt, du hast kurz gedacht, so, what the fuck, was soll das jetzt? Ja, ich bin beide Male volle Pulle drauf reingefallen. Also bei diesem Reeperbahn-Ding habe ich so nach einer halben Sekunde gedacht, so, oh fuck, Alter, natürlich bringt er das, so scheiße. Und dann hatte ich aber schon übel so den Gesichtszirkus am Start, da konnte ich das nicht mehr retten. So. Aber ey, hat er mich beide Male voll gehabt, so. Ja. Ist ja auch schwierig, wahrscheinlich so Reactions irgendwie zurückzuhalten, oder? Also sowohl, wenn man drüber lachen muss, als auch, wenn man irgendwie sich kurz denkt, boah, was geht jetzt ab? Ja, aber habe ich auch gar keinen Bock, so. Also ich bin ja selber Fan, so. Und wenn du da stehst, dann kriegst du halt einerseits irgendwie als Rapper ein paar Bars, aber du kriegst halt als Fan, der Wegler, ich glaube, wir sind alle, also alle Battle-Rapper sind auch Battle-Rap-Fans, und dann kriegst du halt als Battle-Rap-Fan von einem der Besten in Deutschland so maßgeschneiderte Lines, auf die ich natürlich feierst, so. Also, ja. Nice, da werden ihr. Da noch kurz zu der Sache, als er die Geschichte angefangen hat mit Notice, dann war ich erst so ein bisschen genervt, weil ich dachte, ey, jetzt willst du hier schon wieder irgendwelche Sachen aufrollen, die ich vor langer Zeit gesagt habe, so, das macht keinen Sinn. Aber dann hat er das immer weitergemacht und ich konnte irgendwann nicht mehr. Ich wollte erst so genervt sein, aber ich fand es irgendwann nur noch witzig, was er da gemacht hat. So. Manchmal ist er, wie er schon sagt, manchmal ist er einfach nur Fan von der Sache und feiert sich dann. Sehr nice, da werden fette Props verteilt im Interview danach, sehr, sehr schön. Was mich interessieren würde, Mikesh hat in seiner dritten Runde einen Engel gegen dich gebracht, der irgendwie vielleicht nicht so auf der Hand liegt, nämlich so ein bisschen ein Rassismusvorwurf war das zu deinem Sandy-Track. Du hast währenddessen immer wieder mit dem Kopf geschüttelt und deswegen würde mich sehr interessieren, so, was ist da dran? Ich weiß nicht, wie viele Menschen den Song wirklich kennen, aber hat er da irgendwie was, also genau, hat er da was Falsches erzählt? Wahrscheinlich die wenigsten. Also zuallererst mal, ich glaube, der Vorwurf war ja nicht irgendwie so plumper Rassismus, sondern quasi, dass es so ein subtiler Rassismus, so die schlimmste Form von allen ist und dass ich die verkörpere, weil ich, und dann hat er so ein paar Beispiele aufgezählt, so, und was mich nur genervt hat, direkt am Anfang hat er gesagt, wir möchten, dass der in dem Song es darum geht, Ausländer zu imitieren. Und ich erzähle da zwar auch irgendwie von Ausländern und anderen Kulturen, aber Kanake zu sein, ist für mich eher eine Lebenseinstellung, als wirklich, hat nichts so mit der Ethnik zu tun. Es gibt da statistische Überschneidungen, aber ich meine, wie viele, keine Ahnung, welche Kevins man sich anguckt, so zu denen sage ich, er ist ganz klarer Kanake, wegen seinem Lifestyle. So, ich habe einen Kumpel, der sagt auch über sich, ja, ich war auch mal Kanake, so, und der ist, weißt du, das war jetzt ein Status, in dem man mal war, es ist jetzt keine Ethnicity. Also ein Zustand. Genau, und ich habe auch schon, ich hab damit gerechnet, ganz klar. So, ich dachte mir, da wird er sich drauf stürzen. Deshalb wollte ich auch eigentlich als Letztes sein und dazu noch was sagen. Aber jetzt kann ich das ja jetzt machen. Und ich habe dazu auch schon vorher, ich habe, glaube ich, eine Kritik überhaupt bekommen für diese EP oder dieses Album. Und da war auch irgendjemand, der hat alles komplett zerrissen, wie kacke das sei. Und die Krone davon wäre das Sandy-Lied, wo ich so voll scheiße war. Und ich bin so, ey, weißt du, das ist halt Rap, okay, das ist immer noch eine Kunstform. Ich habe das alles mit dem Augenzwinkern gemacht und ich denke mal, es gibt ein paar Leute, die haben sich da irgendwie wiedergefunden und fanden es ein bisschen witzig und ich, hatte auch genug, ich fange jetzt nicht an, von meinen ausländischen Homies zu reden, aber ich hatte genug Homies, die auch das gefeiert haben einfach und ja, ist ein guter Angriffspunkt gewesen, aber ja. Er sagt schon selber, es war ein guter Angriffspunkt. Du hast es sehr analytisch auch gemacht und hast, die Punchline war quasi, nicht die Jarambos sind die Schlimmen, sondern die Bennos, die das genau auf die Art machen. Die Crowd-Reactions sind in der dritten irgendwie so ein bisschen ausgeblieben und du warst auch irgendwie gefühlt nicht mehr so präsent wie in den ersten zwei Runden und hattest ein paar Slip-Ups drin. Tatsächlich das erste Mal ever, so Premiere, was hat es damit auf sich? Hat das mit der Reaction zu tun gehabt oder war die Unsicherheit vorher schon da?
Boah, ey, das waren jetzt viele Fragen. Also zuerst nochmal so zu dem Song. Ich habe schon bewusst darauf geachtet, dass ich da nicht einfach so von, ich weiß nicht, ob das Wort Kanake so geil ist, so, aber so von Kanake auf Ausländer zu schließen, einfach selber, sondern er sagt in dem Track so, Sandy steht nur auf Ausländerjungs, Sandy steht auf die Kultur von anderen Ländern, so, deswegen so, ey, Alter, das ist nicht, das ist schon ziemlich darauf bezogen. Aber davon ab, ey, Slip-Ups, voll ärgerlich, so, nervt, jetzt weiß ich auch mal, wie sich das anfühlt. Es hängt auch damit zusammen, dass ich meine dritte Runde heute zu Ende geschrieben habe und ich hatte natürlich vorher verschiedene Versionen, so, aber ich war mit den allen nicht zufrieden und ich dachte mir so, bevor ich in einen Battle gehe und weiß, dass ich meine eigene dritte Runde nur so 85% finde, gehe ich lieber das Risiko, eine 100%ige leicht zu verslippen. So. Und ey, das ist halt heute passiert, nervt mich derbe so. Aber geht weiter, ne? Ja. Du verkraftest es. Ich denke mal schon, so. Was mich vor allem noch interessieren würde, ist, was Taggy angesprochen hat, dass du eben immer, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, gesagt hast, du würdest dir wünschen, dass die Top-Tiere auch mehr gegen Newcomer battlen. Und die große Frage ist, da ging es auch um deine Wie-Arrogantheit, die große Frage ist, würdest du jetzt noch sozusagen gegen Anne Fate oder Anne Jo Farrow battlen? Und genau, würde ich gerne von dir wissen, würdest du jetzt, wo du irgendwie so im Top-Tier-Status scheinbar angekommen bist, jetzt auch noch gegen Newcomer oder einfach Leute battlen, die genau darunter sind? Also prinzipiell gegen Newcomer battlen habe ich überhaupt kein Problem, aber ich muss, also es ist natürlich ein schwieriges Feld, weil die Newcomer halt einerseits so cool sein müssen, dass ich sie quasi feiere so, andererseits darf ich die halt auch nicht zu 100% total abfeiern, weil mir dann so ein bisschen die Angriffsfläche fehlt. Und also wenn du jetzt fragst, so Fate, Jo Farrow, es geht, Das sind beides korrekte Rapper und Newcomer, aber ich glaube jetzt gerade in der jetzigen Perspektive so, Fate hat heute gebattelt, war ein korrektes Battle, aber ich sehe da noch nicht, dass ich denke so, ja Mann, das könnte ein richtig krasses Match werden. Selbes mit Jo Farrow, so, der hatte jetzt ein Match gegen Papi Schlauch, wurde komplett rasiert, so. Dementsprechend beides tolle Rapper, aber ich sehe da jetzt noch nicht richtig den zentralen Anreizpunkt, die zu battlen, so. Aber was andere, also so grundsätzlich Newcomer battlen, so, warum nicht? Also es geht ja um die Leistung, die gebracht wird und nicht um den Status oder das Standing. Ja, klar. Ja. Ihr habt beide viel mit Zitaten gearbeitet, tatsächlich, aber irgendwie eine unterschiedliche Herangehensweise gehabt. Also wenn du mit Zitaten arbeitest, was ist da deine Herangehensweise? Was möchtest du da damit erreichen? Ja, wenn du dich auf ein Battle vorbereitest, dann guckst du dir halt alles an von ihm. Also ich gucke eigentlich immer nur die Battles an. Und dann bildet sich langsam so ein Bild von dir, von dem Typen im Kopf. Und wenn du dann irgendeinen Angriffspunkt bei diesem Bild findest, dann kannst du da was Geiles drauf schreiben, aber nur, wenn die ganzen Leute das auch verstehen. Und wenn du nicht vorher zeigst, was er gemacht hat vorher und ihn zitierst und dann sagst, er hat da das gesagt und da das gesagt und da das gesagt und das ergibt sich zu diesem Gesamtbild und dieses Gesamtbild werde ich jetzt so angreifen, dann kannst du es halt nicht machen. Und zu dem Zweck benutze ich Zitate oder wenn die richtig witzig, unlogisch sind, dann natürlich auch, also, weißt du, hast du das gesagt? Das macht keinen Sinn, weil und so. Also das ist eher sprachlich, inhaltlich so und vom Sinn her auseinandergenommen. Und bei dir war es eher, kam mir vor, auf eine moralische bzw. politische Ebene, dass du es da irgendwie mehr in Frage gestellt hast. Oder? Zitate, sehe ich das richtig? Oder? Seine Zitate jetzt. Also ich habe in den ersten beiden Runden auch Zitate verwendet, die nichts mit Moral oder Politik zu tun hatten. Also ich finde es nicht unmoralisch, wenn Bongtaggis schnurrbärtige Freundin mit Notice schläft. So, das finde ich moralisch neutral. Das ist hier keine moralisierende oder politische Line. So. Du hast, also du machst dann eher große Bilder draus und erzählst Geschichten vielleicht, oder im Gegensatz zu ihm jetzt? Also ich würde sagen, so bildlastig war mein Ansatz diesmal gar nicht. Also habe ich nicht so drauf geachtet, aber ich gehe auch an Battles nicht ran und sage so, oh, dann mache ich hier krass die Metapher. Aber was Taggy gerade gesagt hat, stimmt auf jeden Fall. Das ist, also ich finde, es ist extrem schwer, so dem Publikum erstmal diese Ausgangslage zu schaffen, dass es deine Lines versteht, wenn sie nicht alle dasselbe Hintergrundwissen teilen. Also ich glaube, ich habe mit Abstand die meiste Zeit darauf verwendet, so
Taggys Song Sandy dem Publikum irgendwie verständlich zu machen, ohne ihn einfach komplett zu singen. So. Und, wir hätten uns gefreut. Ey, Digga, ich musste ja sogar singen. So. Aber ja, das ist auf jeden Fall echt schwierig und das ist auch der Teil am Battlen, der keinen Spaß macht, würde ich sagen. So Punchlines aufbereiten, indem man eine vergleichbare Wissensbasis schafft. Ich habe zwar am Anfang gesagt, dass wir über das Contender-Thema vielleicht gar nicht so lang und breit reden müssen, weil Jamie schon was dazu gesagt hat. Jetzt hast aber du tatsächlich gewonnen und wir sind sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Und was du hast schon gesagt, im Dezember kriegt Jarambo seine Schweigeminute. Also du gehst davon aus, dass du es auf jeden Fall trotzdem machst. Ja, ey, also es soll ja auch Typen geben, die, wenn so ein inoffizielles Contender-Match, was kein Contender-Match ist, wegen anderen Vorkommnissen dann lieber schön auf Unjudged machen, dann gefickt werden und dann aber halt einen Unjudged in der Statistik haben. Hatte ich keinen Bock drauf, so, und dementsprechend, ey, Alter, für mich live, ich muss es mir natürlich auf Video nochmal angucken, aber live hat es Taggy geholt, so, und ich kann dann natürlich mit so einem Bauchgefühl rausgehen und offiziell einen Unjudged haben, aber für mich hat es halt keinen Sinn ergeben, das erste Mal, wenn ich selber was zu verlieren habe, dann auf Nummer sicher zu gehen und das Unjudged zu machen, habe ich keinen Bock drauf, so, und dementsprechend, ey, dann habe ich ein verdientes oder jetzt meinem ersten Eindruck zufolge verdientes 5-0 kassiert, so, und hey, hätte nichts daran geändert, wenn es Unjudged gewesen wäre. Dementsprechend, warum nicht Judge machen? So. Alles klar, wir sind gespannt, wie es jetzt Title-Match-mäßig weitergeht, auf jeden Fall. Du wolltest noch was sagen, oder? Ja, dachte ich schon. Oder? Die Sache ist die, dass das echt in letzter Zeit ein bisschen kacke gelaufen ist, weil erst sollte ja dieses Contender-Match mit Jarambo sein und dann war ich da aber nicht im Land und dann ging das nicht und jetzt kommt es wieder dazu und ich will einfach nicht nochmal Jarambo battlen. Also ich mache viel lieber, also der Titel bedeutet mir nicht so viel, wie ein geiles Battle zu machen und ich glaube nicht, dass es ein geiles Battle wäre. Jarambo hätte ja Bock, habe ich gehört. Jarambo hätte, ja klar, der hätte, ich sag mal, für ihn ist ja einfach, er hat ja das verloren und kann dann danach voll quasi einreißen und ich müsste meine Leistung nochmal toppen, obwohl die schon quasi einmal, also war ja unjudged, aber er hat ja selber gesagt, dass er das verloren hätte, die einmal gereicht hat und das ist einfach echt unglücklich, weil ich meine, als nächstes battlen Mikesh und Jarambo darum und die hatte ich auch jetzt beide gerade eben erst, deshalb ist, glaube ich, das Thema Titel für mich erstmal weg, aber es ist auch nicht so wichtig, man, so ein geiles Battle ist ein geiles Battle, ist scheißegal, wer irgendwie gerade so einen Gürtel zu Hause hat. Das nenne ich Statement. Geht ja auf jeden Fall nicht allen so, aber gut zu wissen. Und dann vielleicht nochmal die Abschlussfrage an dich. Wie wichtig ist dir so ein Titel? Also mir ist ein gutes Battle auf jeden Fall auch wichtiger als ein Titel. So. Also da stimme ich ihm einfach voll überein. Aber wenn eine Paarung Sinn ergibt und Bock macht, so, dann kann es auch ein Title-Match sein. Ja, dann kann es auch ein Title-Match sein. Ne? Ja. Alles klar, das war eine Ansage. Wir hatten hier ein ziemlich krasses Main-Match bei Mayhem 2019 im Backstage. Don't let the label label you, Bong Taggy, Mikesh, wir sind raus.